Tokaito stand hinter der leeren Feuerstelle. Chitanzapa berichtete ihm so kurz wie möglich. Der Häuptling schwieg zu allem. Chitanzapa fühlte sich bedrückt. Er wollte die Unterredung abkürzen. Wann brechen wir auf, mein Häuptling? Heute in der Nacht. Wir müssen die Zeit nutzen, in der die Feinde uns noch nicht gefunden haben. Red Fox ist mit einer Schar von Reitern von Norden her gegen uns unterwegs. Du hast den Mörder deines Vaters gesehen, Tokaito? Ich sah ihn, aber ich durfte ihn nicht angreifen. Das hätte uns verraten. Willst du diese Gefangenen Sixicant töten, Tokaito? Sie würden uns nur eine Last sein, und wenn einer von ihnen flieht, sind wir verraten. Sie sind dein. Du hast Donner vom Berge besiegt und die Sixicant gefangen genommen. Die Gefangenen sind uns wirklich nur eine Last. Die Skalpe der Sixicant könnten wir uns aber mitnehmen. Und die Krieger vom Stamme der Assiniboine werden uns jenseits des Missouri mit Freuden begrüßen, wenn wir ihnen die Kopfhaut des Donner vom Berge bringen und sein Sterbelied gehört haben. Er ist ein sehr tapferer Krieger. Ja, das ist er. Er wurde einst dein Blutsbruder, Tokaito.